Schussgenauigkeit Lund im Nahbereich. Gras halt. Keine Chance. Ohne Kommando, ihr lädt selbstständig. Gut. Aber lass erstmal die Lunde mal anschauen. Okay, also kann ich schießen. Normalerweise wäre, wenn du schnell schießen willst, noch Meter entfernt. Ja, okay. Du, eh du dort. Achtung! In 30 Sekunden, Günther. Sehr gut! Renne mal Meter entfernt, komm, mache. Das ist ein Säuger. Das ist ein Säuger. Hey, gut. Der muss das mal anbrennen, der Bäsen. Nee, er hat ein gutes Feuerzeug. Jedes Mal, wenn du zu Hause und wenn Feuer du nämlich den Bäsen dann hier drauf hast, ja? Das ist nämlich das, wo die Gefahr auf der Pfanne ist. Dass da was. Wo dann einer sagt hier oder dann immer gesagt hat, blaset aus das Rohr, dann haben sie nämlich das Zeug auf das Glutnest gezogen, weil nämlich dieser Rotz dann hier drin ist. Da liegt nämlich auf der Pfanne. Und da wird nämlich die Pfanne überhaupt. Ausgeblasen. Sei erst einmal abgeblasen, ins Gewicht, Pfanne abblasen, Pulver drauf, Pfanne schließen, nochmal abblasen und runterstellen. Ah ja. Ah ja? Blasen üben, Günther. Blasen musst du kennen, Günther. Ja, so. Das Gebiss muss noch in Ordnung sein, falls du doch mit Papier betrohen schießt. Und das geht bei mir nicht. Da reicht mir das Gebiss raus. Machen wir noch? Ja, 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 ja. Erstmal ja, normalerweise erstmal abblasen. Guck mal den Rutz, den du hier drauf hast. Siehst du das? Das habe ich schon gesehen, dass er ziemlich... Das? Und daher tust du nämlich am Anfang erstmal ablaufen. Bis jetzt ist er. Guck mal was unten. So, und diese Teile, die können nämlich vor das Zündloch gehen. Und dann kannst du eine kleine Kalaschnikow-Bürste nehmen, die ohne Öl ist. Ja. Und dann kannst du das Ding schön sauber machen vorher. So. Dann schließt du die Pfanne. Ich muss das Ding erstmal bitte. Und dann tust du noch ein bisschen ablaufen. Könnt ihr nicht mal trotzdem, die Muskete ein bisschen hoch, wenn es geht. So. Muss die unter dem. Nachbiegen. Sonst kriegt Armin dann Zustände, schmeißt er die Kamera weg. Das so. Und jetzt ist die Jau, das Ding hinsetzen. Dann ich muss ja schon ein bisschen nachbiegen, hier rutscht Pulver raus. Ja. Okay. So, nee. Kommando erstmal. Achso, ist Lunde so etwas? Wenn du eine Weile machst, ist es Pulver raus. Na, warte, habt ihr also gar keine Lunde? Ja, du musst erstmal was reintun. Ja, nu, ja, aber normal hat er ja vorher in der Hand. Kriegst du zugereicht, dann können die. Hm? Ja, gut. Also. Ach, du hast es gleich richtig verpasst? Ja, das ist gut. Nee. Ich bin genau fertig. Ach, das verstehe ich, das warst du. Nee, nee. Das wird der. Haben die anderen auch. Das wird der. Nicht bloß ich. Das ist ja wie Freund Hocke. Ja. Der hatte hier solche Küchengrill, solche Scheißwürste. Ja. Und die fliegen dann kreuz und quer durch die Luft. Und ganz dann daher. Ja. So richtig schön spuckemäßig. Ja. Das wird nur ein schöner Laut, das ist ein großer hier. Ja. Aber du musst mal bitte weggehen, sonst wird ja, ja. Vier machen das schon. Okay, extra so. Wo willst du denn hin mit der Lunde? Hier rein. So, noch. Küken. So, jetzt blast an die Lund. Jawohl. Micha, Kommando. Prüf die Lund. Gündi, bist du? Ja. Lass dann die Lund. Ja, warte, er tut erst noch hier. Ach, du hast ja bloß eine Seite angemacht. Naja, wenn du langsam schießt, geht's. So. Weg! Leg dann, öffne die Pfanne! Gib Feuer! Sehr gut! Lasst ab die Pfanne! Nehmt ab die Lunge! Die Befehle lauten: Musketiere, herstellet euch, setzet ab die Musket, nehmt die Musket ins Gewicht, öffnet die Pfanne, glaset ab die Pfanne, Zündkraut auf die Pfanne, schließe die Pfanne, blaset ab die Pfanne, blaset an die Lund, ach Quatsch, setzet ab die Musket, fülle das Rohr mit Pulver und Blei, hebt an die Musket, blaset an die Lund, prüfe die Lund, setzet ein die Lund, prüfe die Lund, öffnet die Pfanne, Feuer.